Ich bin fertig. Ich habe das ganze Haus in einer Stunde geputzt. Mein Haus ist 140 Quadratmeter groß. Ich habe 5 Zimmer und ja, das mache ich immer. Ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich das sehr, sehr schnell mache. Habe ich mindestens 3 bis 4 Stunden Zeit gebraucht, um das Haus sauber zu bekommen. Ich hatte so eine Art Putzmarathon am Wochenende. Inzwischen kostet es mir nur noch 1 Stunde. Und du schaffst es auch. Egal wie groß dein Haus ist, ob du eine Großfamilie hast, ob du Tiere hast, ob du ein Riesenhaus hast, du kannst es auch schaffen, in nur 1 Stunde in der Woche dein ganzes Haus sauber zu bekommen, wenn du folgende Tipps befolgst. Wenn du putzt, nutze einen Timer. Dieser Tipp ist mein Lieblingstipp und seitdem ich das Flylady-System nutze, putze ich viel schneller und effektiver mit dem Timer. Teile den Putz in kleine Aufgaben auf und bestimme, wie viel Zeit möchtest du pro Aufgabe aufbringen. Damit ich in 1 Stunde fertig werde, habe ich insgesamt 6 Aufgaben. Bettwäsche wechseln, 10 Minuten. Müll rausbringen, 10 Minuten. Spiegel und Fenster reinigen, 10 Minuten. Staub wischen, 10 Minuten. Staub saugen, 10 Minuten. Und Nass wischen, 10 Minuten. Also insgesamt 6 Aufgaben, je 10 Minuten. Insgesamt hast du 60 Minuten und dein Haus glänzt wieder. Ich habe für mich die Aufgaben zeitlich etwas anders aufgeteilt. Zum Beispiel beim Müll rausbringen oder beim Spiegelputzen brauche ich nicht 10 Minuten. Da bin ich in 5 Minuten fertig. Gleichzeitig beim Nasswischen und beim Staubsaugen brauche ich etwas länger. Also 15 Minuten habe ich mir für diese Aufgaben eingeteilt. Insgesamt brauche ich aber wiederum 60 Minuten Zeit, um mein Haus in Ordnung zu bekommen. Wenn du aus dieser großen Aufgabe Wochenputz kleine Schritte machst, kleine Aufgaben, kannst du diese kleinen Aufgaben auch anderen Leuten delegieren, den Familienmitgliedern. Egal ob Kinder oder Partner, alle können an diesem Wochenputz teilnehmen. Und gemeinsam könnt ihr diese große Aufgabe Wochenputz viel schneller erledigen und ihr braucht nicht mehr 1 Stunde Zeit. Überleg mal, ihr seid in 30 Minuten fertig und dann könnt ihr euch entspannen und die Familienzeit genießen, ohne irgendwelche lästige Haushaltsaufgaben erledigen zu müssen. Es ist besser, etwas oberflächlicher zu reinigen, anstatt auf die große Aufgabe sich vorzubereiten und Zeit zu finden und Muße zu finden, diesen großen Wochenputz zu machen. Lieber oberflächlicher und vielleicht schludriger zu arbeiten, als auf Perfektionismus zu setzen und gar nichts zu machen. Glaub mir, ich war auch dort. Ich bin ein ziemlich perfektionistischer Mensch. Für mich ist es auch schwer, sich zu stoppen, wenn Timer losgeht. Aber ich habe mich echt dazu gezwungen, weil ich merke, das sind sowieso routinliche Aufgaben. Nächste Woche kommt es wieder dran. Nächste Woche wird es wieder dreckig. Und wenn ich mich aber an die Zeit halte, dann brauche ich nicht immer ewig sauber und glänzend zu haben, damit ich am nächsten Tag diese Stelle finde und das ist wieder dreckig und ich enttäusche mich sehr, weil ich so viel Zeit dafür verschwendet habe, das zu reinigen. Und nächstes Mal denke ich, oh nee, ich fange lieber gar nicht an. Also dieses Perfektionismus bitte zur Seite legen. Das Ergebnis wird immer das gleiche sein. Am Endeffekt wird es wieder dreckig sein. Mit dem Timer ist man schnell. Betrachte das als eine Sportstunde. So machst du 2 Sachen gleichzeitig. Putzen und ein Cardio-Training. Und meistens höre ich dabei noch ein Audiobuch. Also mache ich 3 Sachen in einem. Für die kurze Zeit, in der ich meine Wohnung reinige, liebe ich die App Blinkist zu nutzen. Denn genau in 10 bis 15 Minuten kann ich die Zusammenfassung eines Buches hören und dabei meine Haushaltsaufgaben erledigen. Bei Blinkist findest du über 5500 Sachbüchern, die in nur 15 Minuten auf die wichtigsten Kernaussagen zusammengefasst werden, die du entweder lesen oder hören kannst.
Wenn du deine Zeit schätzt und nur das Essentielle aus dem Buch erfahren möchtest, ist Blinkist eine ideale Lösung. Schnell, auf den Punkt gebracht, kein Blabla und als Hörversion allerlei einsetzbar. Beim Spazierengehen, beim Joggen, beim Kochen, beim Putzen. Blinkist kannst du auch mit deinem Liebsten teilen und dabei nur ein Account haben. Blinkist Connect ermöglicht es, allen Premium-Nutzern einen Premium-Zugang mit einer Person ihrer Wahl zu teilen. Das heißt, du zahlst nur einmal, aber zwei Personen können das nutzen. So kannst du und dein Partner zum Beispiel das gleiche Buch lesen und darüber diskutieren. Und wenn du Interesse hast zu schauen, was so alles Blinkist anbieten kann, geh auf den Link in der Videobeschreibung und nutze meinen Rabattcode. Du bekommst 25% auf ein Premium-Jahresabo und vorher kannst du Blinkist 7 Tage lang unverbindlich kostenlos testen. Man bewegt sich schnell, um zeitlich alles zu schaffen. Natürlich ist man nicht super gründlich. Es geht hier lediglich nur um eine kleine Auffrischung, was du deinem Haus schenkst. Beim Staubwischen gehe ich schnell durch und hebe die Gegenstände meistens nicht hoch. Mit dem Staubwedel aus den Straußenfedern ist man sehr schnell und diese Aufgabe delegiere ich gerne an die Kinder. Wenn ich Spiegel putze, gehe ich nur die Stellen durch, die verschmutzt sind. Wenn ich Fingerabdrücke sehe, dann wische ich schnell mit dem nassen Tuch und danach reibe ich die Stelle trocken. Es dauert Sekunden. Der Spiegel sieht trotzdem sauber aus, obwohl ich nicht den gesamten Spiegel geputzt habe. Beim Staubsaugen sauge ich nur die bestimmten Stellen. Meistens ist es um das Bett herum, dort, wo man meistens durchläuft, vor dem Schrank zum Beispiel. Ich sauge nicht unter dem Bett. Dafür habe ich keine Zeit. Ich gehe nicht super genau in alle Ecken rein und verschiebe nicht die Möbel. Nur die hochfrequentierten Bereiche werden gesaugt. Das Bad werde ich komplett staubsaugen, da dort natürlich oft viele Haare rumliegen. Die Mädels mit langen Haaren verstehen mich und die Fläche ist ja nicht so groß, dann ist man auch ziemlich schnell fertig. Den Flur mache ich zum Beispiel auch komplett und gründlich. Genauso in der Küche und um den Esstisch herum. Das sind die Bereiche, die mehr Staub und Krümel haben als zum Beispiel der Bereich bei der Fernsehkonsole. Das gleiche Prinzip gilt auch beim Nasswischen. Nur die hochfrequentierten Bereiche, wenn Zeit erlaubt, kurz unter dem Bett. Somit erspare ich mir die Zeit und schaffe es tatsächlich in 15 Minuten fertig zu sein. Und das kannst du auch, egal wie groß dein Haus ist. Du gehst nur die Bereiche durch, die benutzt werden und oft benutzt werden. Wenn das Haus sehr groß ist, gibt es sicherlich Zimmer, die nie benutzt werden oder selten. Da musst du gar nicht reingehen oder nur kurz drüber wischen, nur in den Bereichen, wo viel gelaufen wird. Klar, es wird nicht super sauber sein. Das ist aber auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, die Wohnung aufzufrischen, den gröbsten Dreck zu entfernen und allgemein das Gefühl von der Sauberkeit zu haben. Ich nutze diesen Staubwedel aus Straußenfedern, mit dem das Abstauben nur 5 Minuten dauert. Ehrlich, das geht super schnell, es sammelt auch sehr gut den Staub und danach kann man es einfach ausschütteln. Dieses Duo ist super effektiv. Ich kann ziemlich schnell alle Fenster und Spiegel durchgehen. Und ich mache ein Tuch nass. Und dann gehe ich nur dort, wo die Spots sind, also weil wir machen das ganz, ganz schnell. Und dann nehme ich dieses Tuch und reibe das dann trocken. Und das geht super schnell und das dauert wirklich, also bei mir 5 Minuten. Das Set fürs Bodenwischen. Erspart mir Zeit beim Ausringen,
Ich muss die Hände nicht nass machen und das Laken ist relativ trocken für den Boden. Es ist eine Teleskopstange und kann schnell an die Größe angepasst werden. Der Wischer ist beweglich und die Fläche ist groß genug, um schnell und effektiv zu wischen. Vielleicht wäre auch ein kabelloser Staubsauger passend zu erwähnen, den habe ich leider nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich mich noch schneller bewegen würde, wenn ich die Treppe nicht hoch und runter rennen würde, um das Kabel abzustöpseln. Der Roboter läuft bei mir täglich, da ich kleine Kinder habe. Sonst würde die Küche ganz anders aussehen, wenn ich eine ganze Woche lang nichts gemacht hätte. Aber das Problem kenne ich nur, seitdem ich Kinder habe. Früher habe ich tatsächlich nur einmal in der Woche geputzt und das hat ausgereicht. In der Küche natürlich öfters gekehrt. Der Saugroboter geht auch unter den Betten rein und saugt den Staub dort. So, dass ich extrem schnell und effektiv einmal in der Woche durchgehen kann und dabei kein schlechtes Gewissen habe, dass unter dem Bett Staubmäuse liegen. Ich habe das Gefühl, dass inzwischen fast jedes Haushalt mit Kind oder Haustier einen Saugroboter hat. Hinterlasse mir den Roboter-Emoji, falls du auch einen zu Hause hast. Du fragst dich natürlich, ja, Moment mal, wir haben Staub gewischt, wir haben Fenster und Spiegel gereinigt, wir haben Boden nass gewischt, gestaubsaugt. Wann war das Bad überhaupt dran? Hä? Wann hat sie das Bad geputzt? Putzt sie kein Bad? Das erkläre ich dir in dem nächsten Tipp. Also, mein Ziel ist es, am Ende der Woche in einer Stunde fertig zu sein. Dafür habe ich ein paar Aufgaben aus diesem ganzen großen Wochenputz rausgeholt, in meine tägliche Routinen integriert, damit ich am Ende der Woche entlastet werde und diese täglichen Aufgaben kosten mir auch nicht so viel Zeit und nicht so viel Mühe, dass ich mich drücke, die zu machen. Ich erkläre dir gleich, was ich meine. Es ist möglich, das ganze Haus in einer Stunde zu putzen, wenn du nicht alles an einem Tag machst. Wenn du ein rollierendes System einführst, in dem du täglich eine kleine Aufgabe erledigst, wirst du dich nicht übernehmen und deine wertvolle Zeit am Ende der Woche sparen. Dabei findet wirklich jeder 15 Minuten Zeit pro Tag, um etwas Kleines in dem Haushalt zu machen. Zum Beispiel, jeden Morgen reinige ich die Toilette und wische das Waschbecken aus. Ich mache das täglich, nachdem ich mich morgens im Bad fertig gemacht habe. Durch tägliche Reinigung dauert es extrem schnell, das Bad morgens aufzufrischen. In 5 Minuten bin ich fertig. Und es ist immer angenehm frisch und sauber im Bad, ohne einen riesen Zeitaufwand. Früher habe ich mein Bad nur einmal in der Woche geputzt und das war richtig staubig, muss ich ehrlich sagen. Die Toilette hatte so eine Schicht Staub obendrauf und ich habe mindestens 30 bis 40 Minuten gebraucht, um 2 Bäder, 2 Duschen, 2 Toiletten zu reinigen. Inzwischen kostet es mich 5 Minuten am Tag und das ist immer, immer sauber. Jeden Tag setze ich Timer für 2 Minuten, um die Sachen, die herumliegen, aufzuräumen. Meistens sind es Spielsachen von den Kindern. Wir machen das auch in der Regel gemeinsam. Für die Kinder bestelle ich ein lustiges Lied bei Alexa und wir räumen gemeinsam spielend auf. Und wenn du das 3-mal täglich machst, dann liegen die Sachen nicht herum. Es ist nicht so viele Sachen, die herumliegen und man kann die ganz schnell wieder zu dem Platz bringen, wo sie hingehören. Natürlich brauchst du Plätze, wo die Sachen hingehören. Also jede Sache muss einen eigenen Platz haben. Aber diese Aufräummethode dauert echt nur 2 Minuten am Tag. 3-mal am Tag mache ich das mit den Kindern meistens. Ich schmeiße denen ein Lieblingslied und sie räumen ihre Spielsachen auf und ich räume das, was ich liegen gelassen habe. Und meistens denke ich dran, es gibt so eine Regel, One-Touch-Regel. Also wenn du eine Sache angefasst hast, fass das nur einmal an. Und wenn du die schon in der Hand hast, zum Beispiel, ich komme nach Hause, ich ziehe meine Jacke an, ich habe die Sache in der Hand. Und wenn ich die jetzt irgendwo auf das Geländer drauflege und
gehe und trinke erstmal ein Glas Wasser. Dann muss ich diese Jacke nochmal anfassen, um sie aufzuhängen. Die Regel sagt, wenn ich diese Sache in der Hand schon habe, dann muss ich die gleich verräumen, gleich an den Platz bringen. Dann brauche ich nicht zweimal drüber nachdenken, dann brauche ich die Sache nicht zweimal anfassen und manchmal sogar dreimal. Ne? Wenn man irgendwie die Tasse Kaffee sieht, hat man in die Hand, dann kommt ein Kind, dann legst du die Tasse ab, dann gehst du wieder, machst du irgendwas mit dem Kind, dann nimmst du wieder diese leere Tasse, um das zur Spülmaschine zu bringen. Unterwegs siehst du wieder was, legst du wieder die ab und so weiter. Da habe ich das alles auch mitgemacht. Und ich versuche an dieser Regel zu denken, damit die Sachen einfach nicht liegen bleiben und alles immer aufgeräumt wird. Und es ist verrückt zu sagen, aber früher habe ich eine Stunde Zeit gebraucht, um die Sachen zu verräumen, die einfach rumgelegen sind, bevor ich überhaupt mit dem Putzen angefangen habe. Ich versuche auch zusätzlich 15 Minuten am Tag zu finden, um einen bestimmten Bereich grünlich zu reinigen. Und man denkt ja, dass 15 Minuten nicht ausreichen werden. Aber es ist mehr als genug. Und wenn ich in 15 Minuten nicht fertig werde, dann mache ich am nächsten Tag weiter. Oder ich verlängere den Timer um weitere 15 Minuten und habe dann am nächsten Tag frei. Das nenne ich Zonenreinigung, denn ich putze in einer bestimmten Zone. So kann ich in 15 Minuten Dusche oder Bad reinigen und muss das nicht zusammen bei diesem großen Wochenputz machen und dadurch spare ich mir die Zeit. Ich habe der Zonenreinigung ein ganzes Video gewidmet. Hier kannst du sehen, wie ich das im September gemacht habe. Du denkst sicherlich, na gut, so genau eine Stunde ist es eigentlich nicht, wenn man technisch gesehen, wenn man täglich 5 Minuten morgens was macht und 5 Minuten abends und dann noch 15 Minuten da und 2 Minuten hier, kommt man auch auf 4 Stunden sicherlich in der Woche und ja, so what's the point? Ja, technisch gesehen ist es vielleicht auch so, ne, wenn man diese Zeiten zusammenzählt, aber es fühlt sich gar nicht so an. Also zumindest bei mir ist es so, dass wenn ich täglich 5 Minuten was mache oder 15 Minuten, es fühlt sich nicht so an, als ob ich einen großen Putz mache. Ich muss mich nicht da mental irgendwie vorbereiten, jetzt werde ich Haushalt schmeißen. Ich mache das irgendwie nebenbei und wenn du das in eine Routine integrierst, merkst du das nicht mal, dass du irgendwas Besonderes tust. Also es ist wie Zähneputzen morgens zum Beispiel mit Toilette und Waschbecken. Es ist so drin, dass ich das nicht mehr als eine große Putzanstrengung sehe, sondern ich mache das nebenbei, also es kostet mir keine große Zeit. Probier das mal aus, ob du das ähnlich empfindest wie ich und falls du wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchst, wie du das Flylady-System in deinem Leben integrieren kannst, empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. Da gebe ich dir diese Anleitung und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schau dir gerne dieses Video an mit Q&A zu dem ganzen System und du findest sicherlich die Antwort auf deine Frage.